Willkommen zur Vorlesung Grundkonzepte der Geometrie. Schön, dass Sie mitmachen wollen. Ich wollte Ihnen, bevor wir dann am Dienstag, den 12. Oktober, live in der Uni mit der Vorlesung anfangen, schon mal so ein bisschen vorher erzählen, was wir da eigentlich so machen wollen. Also das Ziel der Vorlesung ist es, Ihnen schöne Beweise der Geometrie zu erklären und die kennenzulernen. Also hier habe ich zum Beispiel einen Beweis dafür, dass die Formel für den Flächeninhalt des Kreis ist die, die wir kennen, ja, schön mit Geometrie und vielen Zeichnungen. Oder hier ist der Beweis vom Satz des Pythagoras, auch mit schön vielen Zeichnungen und schön viel Geometrie. Sowas möchte ich Ihnen gerne erzählen. Und dabei wollen wir nicht nur das machen, sondern auch schöne Konstruktionen mit Zirkel und Lineal kennenlernen. Also bitte bringen Sie gleich ab der ersten Vorlesung Zirkel mit und ein Geodreieck. Hier ist mein Tafel-Geodreieck. Damit Sie auch gleich, wenn ich in der Vorlesung was vormache, Sie das direkt nachmachen können. Ja, dann wollen wir auch vielleicht ein bisschen Geschichte der Mathematik machen. Ja, hier habe ich ein Bild von Archimedes. Der sah natürlich nicht wirklich so aus, aber das ist das, was man so meistens findet als Darstellung. Außerdem gibt es hier ein Buch, ne? Die Vergessene Revolution gibt es auch auf Deutsch. Tolles Buch, da steht viel drin, was die Griechen schon konnten und was dann schon bei den Römern wieder in Vergessenheit geraten ist. Mathematik, aber auch Physik, Chemie, Medizin, tolles Buch, hat mir total gut gefallen. Wenn Sie Lust haben, besorgen Sie sich das, dann können Sie das lesen und das ist schön. So. Ja, dann freue ich mich, wenn wir uns am Dienstag dann live sehen. Ich hoffe, Ihnen wird das genauso viel Spaß machen wie mir und bis dann. Tschüss.